Hallo und herzlich willkommen zurück zu New Super Mario DS. Im letzten Part haben wir mit 1 zu 100% abgeschlossen und wollen jetzt nun mit 2 erkunden. Ja, im letzten Part habe ich ja ausgesehen die Zeit meines Parts nicht bedacht und ja, habe außerdem das Level gestartet. Hab's aber noch nicht gemacht, aber trotzdem gibt es jetzt einen lamen Start dieses Parts. Da haben wir auch schon die erste Starcoin gefunden. Okay. Ich will die ganze Zeit erstmal nicht kille, wenn ich erstmal die ganze Zeit den Kopf nicht treffe. Hier auch schon wieder. Shit. Nein! Oh, krass. Nicht getroffen worden. Ist aber nicht mehr so krass drauf wie vorhin. Aber jetzt sind wir wieder krass drauf. Jetzt können wir sie wieder killen. Tja, auch wenn du dich da rüber fahren lässt, ich erwische dich trotzdem. So, da haben wir schon die ganzen Starcoins gefunden. Und alle, die fragen, was da unten eine Miniröhre ist, Starcoins ja, können nicht mehr sein. Und Secret Exit kann auch nicht, da meiner Meinung nach ist ja eigentlich kein Gar, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, muss eigentlich nicht sein. So, und der hilft halt. Um am höchsten zu treffen am Ziel. Ich habe es jetzt nicht am höchsten geschafft, aber es geht noch höher, aber ja. Meckern muss ich darüber auch nicht. Ja, also guck mal hier auf der Weltkarte. Wo sollte uns ein Secret Exit schon hinbringen? Hier gibt es ja auch gar keinen Platz. So, 2-2. Aber gerade Star Coins können wir auch sofort weitermachen. Oh nee, warte mal. Ich glaube. Oh nee, ach Mensch. Ja, so musste ich auch nicht umbringen. Er hat kein Real Life, ey. Er hat an sich nicht, aber. Er hat kein Leben, ja, sag ich so. Er hat echt kein Leben. Nur wegen Lakito jetzt gerade. Hätte sich Mario beinahe selbst umgebracht. Ich glaube, ich habe deinen Stack vergessen. Ah, ist immer witzig. Oh, warte mal. Ist hier rein, Mann. Ah, ich glaube, ich weiß doch, ja, okay. Ich glaube, hier oben. Oder? Ja, die Mützen sind ja nicht umsonst da. Ja, schau mal. Schaut mal, Freunde. Wir haben es gerade so noch gefunden. Die. Starcoin. Ja, ist ja nicht offensichtlich genug, ne? Ja. Hä? Okay. Warum? Okay. Oh shit. Oh. Hä, da war ich doch gerade eben oben. Hä? Alles klar. So bin ich. Ja. Keine Ahnung, was ich dazu gerade eben sagen, was ich dazu sagen muss. Oder sagen kann. Das war gerade irgendwie merkwürdig. Ich bin auch schon mit der Wolke vom Lakito da hochgeflogen und da war nichts. Okay. Könnt ihr mir das in den Kommentaren erklären? Bitte? Wer mehr dazu weiß, in die Kommentare damit, bitte. Klärt mich bitte auf, warum das gerade eben nicht ging. Ich habe nach oben gedrückt, ich habe alles versucht. Ich hätte springen, ja genau, das hätte ich auch noch ausprobieren können. Springen, scheiße. Ja, ich habe schon meinen Fehler erkannt, wollte doch nicht. Ich hätte doch springen müssen. Vielleicht kann man während man in der Wolke ist, da nicht rein. Das geht zwar heute, aber vielleicht ging es in diesem Spiel einfach noch nicht, ja. Heutzutage geht es ja, wenn man in der Wolke von Lakito sitzt, dass man da auch in rühren kann. Ich glaube, hier war es, wenn nicht, ist es hier noch nicht möglich. Wenn es falsch ist, dann könnt ihr das Richtige in die Kommentare posten. Aber ja, wenn es richtig ist, dann halt nicht. Ich weiß es nicht, wirklich nicht. 2-3.
Ah, ich wollte gerade sagen, ich glaube, ich weiß, was auf mich zukommt. Jetzt kommt ein. Ja, Untergrundlevel auf uns zu. Er setzt sich erstmal dorthin. Mario, du hast Besseres zu tun, als dich da hinzulegen. Oder hinzusetzen. Nee, hinsetzen. Oh, erste Star können wir einsammeln. Es ist ein Wunder, dass du überhaupt noch so viel weißt. Das ist eigentlich schon so lange nicht mehr gespielt, aber trotz allem weiß ich noch jede Menge. Ich muss einfach nur das Level sehen, da fällt mir eigentlich ziemlich viel wieder ein. Ja, das ist bei mir am meisten schon so. Ich immer bei, zumindest bei Mario Bros. Bei Super Mario Bros. Spielen. Ich muss nur kurz das Level sehen, dann kommt mir die Erinnerung schon wieder in den Kopf, wo alles ist. Wenn ich es, wie gesagt, zumindest gespielt habe bei neueren, ich glaube wohl nicht, dass ich. Wenn ich New Super Mario US zum ersten Mal spiele, dass ich, wenn ich nur das Level sehe und schon eine Erinnerung habe, als ob ich das Spiel mal gespielt hätte. Das passt natürlich nicht. Wie gesagt, nur die, die schon gespielt haben. Ist sehr selbstverständlich. So, hier oben müsste das Exit sein. Ja. So. Das war jetzt mal ein bisschen schlecht. Aber okay. Es geht hier nicht um Punkte in diesem Let's Play. Es geht um den Spielspaß und um die Star Coins. Wo wir auch gleich wieder hier uns vom 5 verabschieden können, um diesen Pfad hier freizuschalten. Was aber auch ziemlich sinnvoll ist, dass wir jedes Mal das Spiel hier safe machen können. Das ist eigentlich schon ziemlich hilfreich. Dass wir jedes Mal safe machen können, wenn wir hier. Ups. So ein. Ja, ihr wisst schon, so ein Pfad freischalten. Ist schon nett. Es sieht so lustig aus, wie Mario da sitzt. So, es ist aber genug gechillt. Wir haben schließlich einen Job zu erledigen. Schließlich den normalen Exit und die letzte Starcoin. Die müssen wir auch noch sammeln. Oder suchen erstmal. Aber ich glaube, ich weiß schon, wie sie ist, ne? Ja. Müssen sie nur noch holen. Oder erstmal, wie gesagt, in diesen Bereich kommen. Natürlich sammle ich das One-Up nochmal ein. Habe ich ja schon einmal gesagt, man kann nie genug von den Dingern bekommen. Problemo, Bro? Ja, auf jeden Fall, was du ja ein Problem noch immer hattest, du nervst auf jeden Fall nicht. Drei Feuerbällen bist du down. So, hier müsste es das Starcoin gehen. Da hinten würde es halt weitergehen, aber hier würde es das Starcoin gehen. Ich glaube, hier ist es dann halt, ja, hier müsste man raten, wie man da hinkommt. Ich habe auch vergessen zu rennen, kein Wunder. Nicht jetzt alle sagen, oh, so geht das doch gar nicht, doch. Hä? Okay. Eigentlich schon. Hey, siehst du, jetzt geht's. Siehst du, so geht's. Okay, keine Ahnung, was es gerade eben war, aber. Naja, muss Mario wissen. Vielleicht muss mich da nichts. So, wir müssen uns ein bisschen beeilen. Sagt er beeilen. Na, trotzdem kriegen wir es hin, ist ja nicht schwer. So, da sind wir schon am Ziel. Ja, das war wieder etwas schlecht. Aber wie ich schon gesagt habe, hier geht es nicht um Punkte. Und One-Ups haben wir auch eh schon genug. 55, schon für Welt 2 schon ziemlich heftig. Wir könnten ja auch schon wieder Spielchen machen. Brauche ich aber nicht. Sage ich euch. Brauche ich nicht. So, Wasserlevel mit diesem asozialen Fisch. Ja, was willst du? Verpiss dich. Verpiss dich, ein bisschen.
Oh, Katze auch noch. Ich war gerade. Egal. Ich war eigentlich gerade hier halt ins Wasser gehen, um mich zu schützen. Und dann dachte ich ja, überlebt und dann ja. Naja, egal. Auf jeden Fall, wie gesagt, ist gut, dass er gestorben ist. Und so, wie gesagt, sonst wäre er nicht gestorben, hätte er mich auf jeden Fall getroffen. Das war ein kurzer Denkfehler von mir. Habe ihn ja ziemlich gut, habe ihn ja ziemlich nice wieder gut gemacht. Ja, nee, ist klar. Das weiß ich natürlich, dass du genau unter mir bist und gerade jumpen willst. Das weiß ich natürlich. Müsste der ja Starcoin und ein Secret Exit sein. Ja, passt. So nice. Oh, und der normale Exit. 2A heißt es im Übrigen, dieses Level habe ich einfach vergessen. Aber ne, jeder wird es schon gesehen, von daher egal. Shit. Jetzt habe ich. Boah, gut, dass ich noch geblinkt habe. Sonst wäre es jetzt ein doppelter Treffer gewesen. Und das wäre sehr übel, wenn das passiert. Wer jumps low? Er wollte es ein zweites Mal versuchen, aber nee. Diesmal nicht. Einmal hat es funktioniert. Das zweite Mal will ich jetzt sogar nochmal dort hoch geschafft. Easy. Aber da wollen wir nicht hin. Wir wollen den normalen Exit aktivieren. Ja, nee, wie hab ich denn jetzt den verkackt? Oh, wo ist er jetzt? Ich will schon das Wunderpaar am Ziel. So. Wie gesagt, ich hab's da schon genug, aber. Jetzt schon zum dritten Mal. Man kann davon nicht genug bekommen. Wie oft auch immer ich das sage. So, dann können wir zu dieser Röhre. Die würde uns. Zum finalen Castle von W2 bringen. Ja, eine Röhre, die uns gleich zum Finale bringen würde. Alles klar. Das würde auch vor allem spoilern, wo das Finale stattfindet. Lol. So, zweite Kanone halt hier, Secret Exit. Weiter geht's. 2-4. Anstatt des. Nein! Minipits will ich nicht haben. Das heißt, wir bräuchten den für einen Starcoin oder einen Secret Exit, aber wenn ich mich recht erinnere, ist das hier nicht der Fall. Wenn ich mich zumindest recht erinnere. Boah, nice. Ich hatte es eigentlich vor, den irgendwie wegzuwerfen, so. Aber naja, so geht's auch. Töte Süd. Massenmord hier. Coins mitnehmen. Und hier unten lang. Hier müsste die zweite Star-Coin sein. Ja, aber naja, natürlich werde ich deswegen nicht aufregen, denn irgendwie gibt's, oder? Die kleine sollte. Doch! Hier ist die zweite. So kommt man nur an die ran hier. Ich wollte schon sagen, dass da jetzt unten keine war. Aber irgendwie, ja.
wollte mich schon wieder ein bisschen aufregen, aber ja. Dann kam letztendlich doch noch hier die eine Starcoin da. Sind wir doch alle glücklich jetzt. So, dann hier diesen, na, von der anderen Seite halt Knopf betätigen, damit wir hier rüberkommen. Und hier hoch. Hammer Bros. War nicht mehr so nervig wie früher, aber okay. Dritte Starcoin. Und haben wir 100% und Ziel. Wieder verkackt mit dem Sprung. Aber wem interessieren die Punkte? Die interessieren mir den Scheiß. Bringt doch eh nichts. Man sammelt sie und dann ist Ruhe. Bringt uns am Ende letztendlich eh nichts. Früher haben sie was gebracht, da an den Punkten konnte man früher erkennen, wie gut man war. Aber ja, heute sind die Punkte wie gar nichts mehr wert. So, Tower. Ach, und schon wieder habe ich viel zu früh gewählt. Oh man. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei und ich hoffe im übernächsten Part, dass wir dann normal wieder starten können und nicht hier schon wieder mit diesem Pausebildschirm im Level drin. Ich hoffe, das kommt ab dem übernächsten Part dann nicht mehr vor. Naja, auf jeden Fall, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei und dann, ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.